zum nächsten Referenten, weil das gibt uns jetzt eine Steilvorlage, lieber Georg Reichelmeier, denn du wirst uns jetzt ein bisschen was über das Serviceportal der Gästeführer erzählen, wie es aussieht, was es für technische Sachen gibt, wie man sich einloggt und so weiter. Und ja, du siehst, 52% der heute Teilnehmenden oder der sich Beteiligten haben denn an der Umfrage, die wollen sich da einstellen. Dann leg mal los. An Georg Reichelmeier brauche ich nicht mehr groß vorstellen. Seit langen Jahren Mitglied im Vorstand, stellvertretender Vorsitzender des BVGD. Georg, stell dich selber vor. Ja, ich möchte mich auch ganz kurz fassen. Liebe Micha, ganz herzlichen Dank für die Einführung und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu dieser Plattform heute Nachmittag. Ich habe mich jetzt selber gerade wirklich riesig gefreut über dieses Ergebnis, denn ich gebe ganz ehrlich zu, ich war nicht ganz unbeteiligt an der Idee, diese neue Plattform mit aufzubauen. Und wenn die dann Spaß macht und auf Erfolg und Zustimmung trifft, freut einem das. Aber mir geht es jetzt heute darum, nichts wirklich schon Bekanntes zu vermitteln und darzustellen. Denn ich bin ja der Meinung und der Überzeugung, dass die meisten diese Plattform www, die Gästeführer, das Serviceportal eben schon kennen. Und ich schalte jetzt einfach mal meinen Bildschirm dazu, in der Hoffnung, dass das dann auch so funktioniert und dass jetzt die Plattform im Hintergrund für alle zu sehen ist. Die Plattform www.diegästeführer.de gibt es jetzt seit einem halben Jahr. Es war nicht aus der Hand geschüttelt. Der Aufbau eines Portals, auf dem sich 7.500 Gästeführerinnen und Gästeführer jetzt und zukünftig präsentieren können, erfordert eine enorme Programmierarbeit. Da müssen Suchmaschinen perfektioniert werden. Und um gleich mal vorweg die wichtige Botschaft zu senden, ein solches Portal wächst mit dem Lauf der Zeit. Das heißt, so eine Programmierung ist nicht abgeschlossen. Suchmaschinen werden laufend verfeinert und verbessert und ausgearbeitet. Die ganze Technik im Hintergrund arbeitet zunehmend besser, je mehr Teilnehmer und Mitglieder sich darauf auch präsentieren. Ich wollte aber nochmal an die dankenswerten Ausführungen Professor Reinhardts und von Professor Quack zurückkommen, denn eine Feststellung hat mich schon besonders fasziniert, gerade im letzten Referat, dass neue Angebote von den Gästen, wenn der Tourismus irgendwann wieder startet, besonders geschätzt werden sollen. Also Wertschätzung gegenüber einer Destination, die Wertschätzung der Gästeführer gegenüber ihren Besuchern, die Wertschätzung für Kunst, die man live erlebt oder für Zeit, die man gemeinsam verbringen kann. Die Wertschätzung innerhalb des Pakets Tourismus wird steigen. Und da sind sich alle Gremien einig. Auch in vielen anderen Gesprächen hatte ich bereits diese Rückmeldung. Und genau diese Möglichkeit, die Wertschätzung ins eigene Programm mit zu überführen, dass man Angebote erstellt, die auch entsprechend vom Gast wertschätzend dann gebucht werden. Die Möglichkeit soll eben das neue Serviceportal www.diegästeführer bieten. Das ist Destinationsmanagement vom Allerfeinsten. Und deshalb hat sich der BVGD vor einem Dreivierteljahr überlegt, was können wir als Bundesverband denn flächendeckend für alle Guides tun, damit eine Situation zumindest erleichtert werden kann. Und dieses Angebot hoffentlich erfüllt für viele diese Möglichkeiten. Denn wir haben gerade erfahren, wie wichtig die Digitalisierung für uns alle sein wird. Also jeder muss sich irgendwie digital aufstellen. Aber genau jetzt, wo wir uns neu aufstellen sollen, sind für die meisten die Einnahmen in unserem Beruf massiv weggebrochen. Also wie investieren? Und natürlich kann www.diegästeführer.de nicht eine eigene Website komplett ersetzen. Aber es ist ein wesentlicher Einstieg. Und ich möchte das auch kurz vorstellen. Auch auf die Gefahr hin, dass es viele schon kennen, aber ich möchte es kurz vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Kleine Sekunde. Moment.
So, jetzt sind die Zugangsdaten falsch. Kleine Sekunde. So, das ist der klassische Vorführeffekt. Ich kann jetzt im Moment nicht erklären, warum die Testseite Georg, sich... Ja? Kleiner Hinweis von der Technik. Ich glaube, du bist nicht auf der Testseite, sondern du bist auf dem echten Portal drauf. Ich bin auf dem echten Portal, aber ich habe es da auch eingerichtet. Ich könnte mit meiner... Seite jetzt... Ich probiere es ein letztes Mal. Ansonsten kann ich das auch so erklären. Nein, irgendwie scheint das jetzt im Moment nicht zu klappen, ist aber auch kein Problem, denn wer sich mit seinem Passwort und mit seiner Mitgliedsnummer, die ja alle Mitglieder, alle einzelnen Gästeführer erreicht haben, wenn sie sich einloggen auf diesem Portal, oben mit ihrem persönlichen Zugang, dann kommen sie auf diese Seite und haben die Möglichkeit, ihr eigenes Profil problemlos einzustellen. Und da gibt es nur ganz wenige selbsterklärende Punkte, die zu beachten sind. Sie können alle Themen, alle Spezialführungen präsentieren, die Sie persönlich in Ihrem Portfolio haben. Mit Foto, mit allem, was dazu gehört. Vielen Dank, Sebastian, für die Hilfe im Hintergrund. Und bei diesen Einstellungen kann man jetzt bei Angebote und Führungen, jetzt sollte es für alle zu sehen sein, da hat man die Möglichkeit, sein Angebot zu präsentieren. Man kann Daten, Termine, Uhrzeiten angeben, wenn man diese Daten und Termine angeben möchte. Wenn man nur ein freies Angebot einstellen möchte, ist auch das selbstverständlich möglich. Man kann die Führung selber beschreiben und die passenden Fotos dazu einstellen. Und man kann auch das Honorar angeben, entsprechend für eine pauschale Führung oder für die Teilnahme einer Einzelperson an dieser Führung. Beides ist möglich. Was ich aber glaube, dass für die meisten deutlich wichtiger ist, denn auf dieser Seite mit dem Angebot kann man sich kreativ entfalten. Übrigens auch bezüglich der virtuellen Angebote. Ich war ganz überrascht, wie viele Kolleginnen und Kollegen bereits virtuelle Angebote über diese Seite www die Gästeführer tatsächlich präsentieren und anbieten, kann ich auch nur empfehlen. Kein Problem, kann man dazugeben. Aber wichtig ist meine Daten. Wenn Sie bei meine Daten angekommen sind, dann ist es die Möglichkeit, Sebastian wunderbar eingeblendet, dass man einige Zeilen schreibt über sich selber, sich und seine Leistungen einfach darstellt, in welcher Hinsicht man seine Destination und seine Spezialangebote präsentieren möchte. Aber dann ist der wesentliche Punkt die Privatsphäre, die Sie einhalten können. Denn auf der Privatsphäre klicken Sie nur die Angaben frei, die Sie veröffentlicht haben möchten. Es wird nichts veröffentlicht, dem Sie nicht selber zugestimmt haben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil dieses Serviceportals, weil Sie als einzelne Gästeführerin oder Gästeführer jederzeit die absolute Hoheit über Ihre Daten, über Ihre Einstellungen und über Ihre Angebote haben. Diese Seite ist ein komplett geschlossener Raum, ausschließlich für Mitglieder des Bundesverbandes der Gästeführer und damit auch für die qualifizierten Guides. Sie brauchen keine Sorge tragen, dass die Daten in dritte Hände geraten, irgendetwas veräußert wird oder im Hintergrund Geschäfte mit ihren Daten laufen. Das ist ein geschlossener Bereich, den der BVGD finanziert als Unterstützung und Starthilfe für die Gästeführer im gesamten Bundesgebiet. Es ist kostenfrei für Sie, weil durch den Mitgliedsbeitrag bereits finanziert. Und es ist auch provisionsfrei für die Gäste, die sich darüber informieren können. Und weil die Seriosität dieser Seite www.diegästeführer.de im Vordergrund steht, und zwar die Seriosität hinsichtlich Qualität des Angebots und hinsichtlich der Qualität der Führenden, also der Guides im Vordergrund steht, deshalb wird sich diese Seite sicherlich gut behaupten. Wir haben im Moment ungefähr 750 Kolleginnen und Kollegen, die bereits auf dieser Seite ihr Profil eingestellt haben. Und wir haben knapp 1500 Touren bereits, die dort abrufbar sind.
und nahezu alle Orte in Deutschland sind bereits vertreten, über die Suchmaschine entsprechend gut zu finden. Und aus diesem Grund kann ich Sie jetzt nur ermutigen, wenn Sie noch nicht dabei sind, schauen Sie sich das in Ruhe an, denn jetzt ist die Zeit, so etwas einzurichten. Wenn irgendwie im Sommer die Agenturen, die Anbieter, die Vermittler wieder tätig werden, dann suchen Sie garantiert auch auf diesem Portal. Denn es gibt kein anderes Portal, wo bereits so viele Gästeführer ausschließlich mit Qualifikation zu finden sind. Und es gibt viele Städtetage. Ich werde morgen ein Gespräch führen dürfen. Da kann man dieses Portal hervorragend vorstellen, denn die Destinationen merken, das ist Qualität, die den Ort entsprechend vermitteln kann. Und in diesem Sinn soll dieses Portal Spaß machen. Es soll jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit die Möglichkeit bieten, sich mit dem eigenen Angebot auseinanderzusetzen. Und es soll eine Digitalisierungshilfe sein für alle, die vielleicht mit einer eigenen Website noch nicht so breit aufgestellt sind. In diesem Sinn hoffe ich, dass es Spaß macht. Wünsche jetzt der ganzen Veranstaltung heute noch viel Erfolg und bin natürlich auch für Fragen gerne noch verfügbar. Lieber Georg, dann lege ich mal direkt los. Hörst du mich? Ja. Aus dem Bereich F&A, da hat sich einige haben einfach Daumen hoch gemacht, das würde ich jetzt mal als Lob werten. Dann waren einige Fragen und da fange ich mal direkt einfach an. Lieber Georg, haben tatsächlich alle Mitglieder die Daten bekommen? Ja, also alle sollten die Daten bekommen haben, so wie wir die E-Mail-Adressen alle gespeichert haben im Mitgliederbereich. Sollte irgendjemand jetzt seine Zugangsdaten nicht haben, ist das überhaupt kein Beinbruch. E-Mail an die Geschäftsstelle schicken und dann werden die Daten im Double Opt-in-Verfahren auch zur Verfügung gestellt. Also man kann seine Daten auch noch erhalten. Für vielen, gebe ich ehrlich zu, ist das vielleicht im Krisenmonat untergegangen. Man hat die Nachricht weggedrückt. Vielleicht landet es im Spam. Wie auch immer, es kann passieren, aber man kriegt seinen Zugang. Eine praktische Frage. Wann kann im Portal ein Video statt Foto hochgeladen werden? Ist noch nicht ganz klar, ist aber bereits in der Überlegungsphase. Es ist auch manches tatsächlich bei der Programmiertechnik einfach mit hohen Kosten verbunden, wo der Bundesverband mit den Mitgliedergeldern immer sorgsam umgehen muss und Vorteil und Nachteil oder vielleicht auch den Moment überlegen muss, wann es möglich ist. Aber auch diese Überlegung steht bereits im Raum. Es heißt doch, dass diese Seite durch Werbung finanziert wird. Ist das nicht mehr der Fall? Ich weiß nicht, wo das jemals gestanden hat. Es wird nicht durch Werbung finanziert, es ist durch die Mitgliederbeiträge finanziert und es ist deswegen auch ein Portal, wo keine Daten an irgendwelche Dritten durch Werbung oder sonstige Klicks weitergegeben werden. Also im Chat ist wirklich eine Menge los. Das heißt, es ist wirklich ein Thema, das unsere Mitglieder sehr bewegt. Das war mehrmals die Frage nach der E-Mail-Adresse. Und da ich jetzt ehrlich gesagt bei dir nicht so genau zugehört habe, sondern mich auf den Chat konzentriert habe, kann es sein, dass du irgendwie eine E-Mail-Adresse hättest eingeben sollen und eine Internetadresse eingegeben hast? Das sind mehrere Fragen. Wir gucken uns diesen Bereich nochmal an. Großes Lob für die Schaffung. Ja, vielen Dank. Das tut jetzt keinen Abbruch. Vielleicht war auch der Fehler jetzt irgendwo bei mir gelegen. Aber es tut ja jetzt keinen Abbruch zur Sache. Erstens hat der Sebastian hinten im Hintergrund wieder alles gerettet, was man retten kann. Ich wollte jetzt mein persönliches Profil nicht zeigen. Das wäre mit einem Klick möglich gewesen. Aber das spielt keine Rolle. Denn sobald man sich in den Mitgliederbereich einloggt, haben wir alles dafür getan, programmiertechnisch die Sache so einfach wie irgend möglich zu halten. Wenn man sich etwas Zeit nimmt und durch diese Anforderungen klickt, sollte keine wirkliche Frage auftauchen. Das ist ein selbsterklärendes Prinzip, selbst für Laien, und da zähle ich auch ausdrücklich mich dazu. Vielleicht noch ein Tipp, der wichtig ist. Es gibt beim Einstellen seiner Profile die Möglichkeit, 10 Top-Highlights einer Destination, für die man qualifiziert und zugelassen ist, zu nennen. Das sind 10 Punkte, die bei der Suchmaschine besonders bevorzugt gefunden werden. Also wenn man etwas ganz Besonderes im Angebot hat, ein Stadtteil, irgendwie eine Kirche, unter den 10 Highlights nennen. Nur eine Bitte, dringend.
Man sollte nur den Ort angeben, auch bei den Highlights, die Objekte, für die man qualifiziert und zugelassen ist. Bitte nicht andere Städte, in denen man vielleicht auch das eine oder andere Mal zu Besuch ist. Weil ansonsten findet die Suchmaschine Guides an völlig unterschiedlichen Orten. Das ist etwas, was tatsächlich dringend und wichtig ist. Da sind wir unserem Berufsethos auch schuldig. Wir bewerben uns auf der BVGD-Seite für die Objekte, für die wir tatsächlich qualifiziert sind. Mehrere Fragen betrafen den Namen. Es wurde angemerkt, dass nicht gegendert ist. Es wurde andererseits aber auch angemerkt, dass wenn ausländische Gäste oder Agenturen suchen, dass sie dann das Wort Gästeführer nicht verstehen. Da kann ich vielleicht auch nochmal sagen, dass der Name Thema vieler Diskussionen gewesen ist. Wir überlegen uns das wirklich sehr gründlich, wie wir was machen. Das Thema Gästeführerinnen und Gästeführer ist wirklich schwer zu gendern. Aber wir sind an dem Thema dran, das kann ich nur allgemein dazu mal sagen. Und dann würde ich jetzt denken, es ist gleich 16.35 Uhr. Wir gehen in die Pause, wir gucken uns die Fragen noch an. Es überwiegt, das kann ich sagen bei den Fragen und Antworten, es überwiegt Lob und eigentlich praktische Fragen, wie man was macht. Und das ist einfach eine tolle Resonanz und ja, wir bleiben an dem Thema dran. Ich sehe vielleicht gerade noch die Frage, wie viele Klicks hat die Seite? Ich habe die Statistik heute nicht aufgerufen und da bin ich ganz ehrlich, die Klicks auf die Seite halten sich im Moment in Grenzen. Aber das liegt nicht an der Seite, das liegt nicht am Angebot der Gästeführer, sondern das liegt schlicht und einfach daran, dass im Moment niemand irgendwo hinfahrt. Also wir warten einfach noch den Mai ab und ich glaube, dass in dem Moment, wo in Deutschland wieder gereist werden kann, die Sache sich von jetzt auf gleich aber wieder gründlich verändern wird. Georg, in diesem Sinne, wir sind auf einem guten Wege. Und dann kommt die Michaela, glaube ich, nochmal wieder ins Spiel und kündigt die Pause an. Michaela, bist du ja bereit? Du bist nicht zu sehen, aber zu hören. Ja, ich bin zu hören. Ich musste jetzt auch erst die Genehmigung vom Chef im Hintergrund bekommen, dass ich wieder videomäßig unterwegs sein darf. Vielen Dank, Georg. Das war in kurzer Zeit sehr, sehr aufschlussreich und mich hat jetzt begeistert, dass aufgrund dessen, dass du die Webseite und nicht die E-Mail-Adresse eingegeben hattest, so viele Kommentare kamen, da müssen wir eine E-Mail-Adresse eingeben. Das zeigt doch, dass sich unsere Gästeführer auskennen, dass sie sich mit der Seite beschäftigt haben und das ist eigentlich das einzige Ziel, was wir auch verfolgen, dass das in die Breite geht und das, glaube ich, haben wir schon gut erreicht, aber sagen Sie es weiter, sagen Sie es Kollegen, würde ich auch sagen, denn Mundpropaganda macht auch viel aus und damit kann diese Seite wachsen und gedeihen. Vielen Dank, Georg, für deine Zeit. Ich weiß, du hast einen Anschlusstermin und ja, jetzt gönnen wir Ihnen allen eine kleine Pause. Es wird jetzt ein Pausenbildschirm eingeblendet und um 16.50 Uhr machen wir dann pünktlich weiter. Sie brauchen nicht das Meeting oder das Webinar verlassen. Bitte bleiben Sie einfach drin und dann wird die Technik eine kleine Pausentasse einstellen. Wir freuen uns, wenn Sie nachher wieder dabei sind. Es gibt noch spannende Beiträge. Vielen Dank. Bis gleich. Danke.